Grüezi und herzlich willkommen zu der ersten Sendung von der neuen RBM-Serie «Andi zeigt's». Mein Name ist Andreas Gredl, ich bin Kundenberater bei der Regiobank Männedorf. Als Premierengast darf ich Ihnen unseren CEO, den André Häberlin, vorstellen. Hoi, André. Ciao, Andi. Du, André, bei uns im Männedorf an der Bahnhofstrasse arbeiten gerade mal 10 Leute. Wie kommt es dazu, dass so eine kleine Bank einen eigenen Infokanal aufstellt? Hey Andi, ich denke, es wird langsam Zeit, dass wir uns, unsere Produkte und Dienstleistungen einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Also wer bei uns arbeiten will, braucht nicht nur ein fundiertes und breites Bankenwissen, sondern auch noch ein gewisses Schauspieltalent. Ja, und nicht vergessen, ein Oscar. Nein, Scherz beiseite, Andi. Die Bankenwelt hat sich doch massiv verändert. Die Zeiten sind vorbei, wo sich der Mitarbeiter hinter einer Glasscheibe versteckt hat und wir gewartet haben, dass der Kunde zu uns kommt. Es ist jetzt der Zeitpunkt da, wo wir zu den Kunden raus müssen. Und ich kenne niemanden besser, wo das den Kunden draussen und der Öffentlichkeit zeigen können als du, Andi. Vielen Dank für das Kompliment, aber übertreiben musst du nicht. Nein, ich habe es probiert. Also, hast du das Gefühl, wer es im Kundengespräch gut kann, der kann es auch gut vor der Kamera? Ja, das habe ich das Gefühl, Andi. Weil wenn ich es umgehört habe, gibt es eigentlich niemanden besser, der das dem Kunden auf eine einfache Art erklären kann und verständlich und dabei auf die Fachbegriffe kann verzichten, Andi. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass Personen aus der Region, die eigentlich perfekt zu unserer Kundschaft zählen, immer wieder kommt und sagt, ja, so eine kleine Bank, da habe ich Angst, mein Geld anzulegen. Was meinst du dazu? Ich habe Verständnis für die Leute da draussen, die so denken. Vielleicht kennen sie aber auch die Bankenwelt ein bisschen nicht so gut wie du und ich. Wichtig ist doch einfach das, die Regiobank Männedorf gibt es seit 1903 und wir haben schon wahnsinnig schwierige Situationen erfolgreich gemeistert, Andi. Und das Wichtige ist eigentlich das, wir machen das mit Migros. Aus der Region für die Region. Das heisst, unsere Kundengelder werden dort investiert, wo wir daheim sind. Das heisst, am rechten Zürichsee und im Grosswirtschaftsraum vom Kanton Zürich. Und wie sieht es dann mit den Risiken aus? Ja, selbstverständlich haben wir auch Risiken, Andi. Aber was wir zum Beispiel nicht machen, wir verzichten auf ein risikoreiches Investmentbanking. Und ich glaube, diese beiden Schlüssel sind der Erfolg für unsere Kunden. Und so kann er sich bei uns sicher und daheim fühlen. Wenn man in Männedorf ein bisschen rumlaufen, sieht man immer wieder ein Plakat mit dir drauf und deinem TÜV. Du gibst gerne Vollgas, gell? Ja, probiere mich dort aber an Geschwindigkeitsvorschriften zu halten. Aber selbstverständlich, Geschwindigkeit ist für die Regelbank Männedorf ganz ein wichtiger Faktor. Mach ein Beispiel, bitte. Ja, sehr gerne. Also, wenn ein Kunde seinen Traum verwirklichen und gerne ein Haus oder eine Wohnung finanziert hat, dann bin ich überzeugt, dass er morgen bei uns vorbeikommen kann, wenn er erforderliche Unterlagen alle mitbringt und dementsprechend auch die Belehnung und Tragbarkeit gewährleistet ist. Und zu Abend um 4:30 hat er einen Finanzierungsentscheid. Ja, für das Administrative braucht man dann schon noch ein Zeit. Was ist sonst noch wichtig, André? Neben der Geschwindigkeit ist natürlich auch die ganz persönliche Kundenbetreuung wichtig. Wir kennen unsere Kunden. Und die Kunden wissen, wer die Regiobank Männedorf ist und fast wie wert die Bank steht. Man könnte also sagen, wir sind nicht nur die kleinste und die schnellste Bank am Zürichsee. Nein, wir sind auch die persönlichste Bank am Zürichsee, Andi. André, vielen Dank für deinen Besuch in meiner ersten Sendung. Somit sind wir am Ende von der ersten Sendung «Andi zeigt's». In der nächsten Sendung zeige ich Ihnen, wie man sich in schwierigen Börsenzeiten richtig verhalten tut. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Und auf Wiedersehen. Danke vielmals.